Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio auf meinem Kanal. Ja, wir wollen jetzt gucken, dass wir heute hier mal den Heizkessel in Betrieb kriegen mit Kohle. Deswegen wollen wir mal hier ein bisschen fördern, ne? Dass wir die Kohle immer nachbekommen, ne? Automatisch halt, ne? Dafür brauchen wir einen elektronischen Bergförderer. Wäre eigentlich relativ gut, wenn wir das kriegen. Einen elektronischen Bergförderer. Elektrischer Erzförderer. Ne? Den setzen wir mal hier hin. Dann setzen wir mal ein paar Fließbänder. Davon brauchen wir auch ein paar. So. Das war verkehrt herum. Danke. Elektrischer. Wo ist der elektrische? Da. Den haben wir in der Hand, ne? So geht's besser. So geht's besser, Leute. Gut. Dann wollen wir mal gucken, dass wir. Hinten hinkommen. Wir haben keine Förderbänder mehr. Oha. Kostet aber verdammt viele Förderbänder. Zack, 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 zack. So, jetzt brauchen wir einen elektrischen Greifarm. Dann könnte der hier passen. Bisschen der müsste reichen. Dann müssten wir da auch nochmal Strom hinlegen. Das heißt, wir brauchen hier nochmal, ne, Strommast. Und stecken das dahin. Glaube ich. Versuchen wir es mal so. Greifarm. Zack. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Warum nicht? Brauchen wir dafür einen langen Greifarm? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich müsste das doch trotzdem passen, oder? Ja. Theoretisch schon. Theoretisch praktisch. Okay, kann nichts mehr bauen. Na gut. Passt auf, dann machen wir das folgendermaßen. Dann bauen wir eine Kiste hier hin. Wir haben hier noch eine Kiste da. Dann können wir hingehen und. Was brauchen wir? Eisenplatten. Eisenplatten brauchen wir, ne? Wir brauchen Eisenplatten. Ja, wir wollen noch hingehen in Richtung. Solar. In Richtung Solar wollen wir noch gehen, das ist klar. Aber da müssen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen irgendwie. Das schaffen wir aber noch. Das schaffen wir auf jeden Fall noch. Das ist doch kein Problem. So, der packt alles da rein, das ist in Ordnung.
Das passt. Sehr schön. Gut. So, was brauchen wir jetzt für Solarenergie? Wir können Solarenergie erforschen, ne? Problem ist, wir brauchen die grünen Tränke 30 Mal. Wir kriegen nur die roten. Die grünen kriegen wir, indem wir hier einmal Fließband und den Greifarm zusammenmatschen. Fließband und Greifarm. Fließbänder kriegen wir durch Eisenplatte und Eisenzahnrad. Eisenplatte und Eisenzahnrad. Ich bin gerade am Überlegen. Eisenplatte und Eisenzahnrad. Da hätten wir Eisenplatte, da haben wir aber hier die Produktion. Für den elektrischen Schaltkreis. Das ist ja auch in Ordnung. Wir müssen jetzt irgendwie noch zusätzlich hier an die Platten kommen. Indem wir hier mit dem Greifarm hier arbeiten, genau. Das scheint zu klappen. Dann können wir nämlich hier einmal einen Zusammenschluss machen. Und nochmal Fließband dran. Okay, das ist doof, ne? Ja, das ist doof. So klappt es besser. So, dann können wir nämlich hier sagen, okay, wir machen hier eine Produktion für Fließbänder, also so eine Montagemaschine. Für Fließbänder. Das heißt, hier gehen wir hin und werden die Montagemaschine nehmen, einen Greifarm und werden sagen, hier Fließbänder herstellen. Danke sehr. Also wir brauchen noch Strom, ne? Ohne Strom geht nichts. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert oder wie das funktioniert, aber es sollte funktionieren. Perfekt. Das heißt, wenn wir hingehen und Fließbänder nehmen, beziehungsweise einen Greifarm, können wir sagen, wir nehmen Strom und tauchen uns Strom hier hin. Perfekt, dann haben wir nämlich hier die fertigen Fließbänder. Brauchen wir die nicht mehr herstellen, wir haben die fertig. Wir haben die Fließbänder fertig. Sehr gut. Fertige Fließbänder, nice. Gut, nächster Schritt wäre folgendes. Wir bräuchten den, was brauchen wir noch für das Wissenschaftspaket? Den gelben Greifarm. Dafür brauchen wir eine Eisenplatte, ein Eisenzahnrad plus den elektronischen Schaltkreis. Den elektronischen Schaltkreis haben wir hier. Den müssen wir zusammenfügen mit dem hier anschließend. Korrekt? Ich glaube korrekt, ne? Der zweigt da ab, das passt, da wird das hergestellt, also das müsste passen.
Das müsste passen. Das heißt, wir machen hier am besten ein Fließband hin. Dann ein unterirdisches Fließband. Und hier machen wir mal einen Greifarm, einen elektronischen Greifarm. Ne? Einen langen Greifarm. So, dann haben wir nämlich da die Dinger drauf. Ne? Den elektronischen Schaltkreis. Dann gehen wir hin und werden das anschließend beides zusammenmatschen. In einer Montagemaschine bauen wir noch mal eine. Und zwar mit zwei Greifarmen, die einmal von da aus greifen, beziehungsweise einmal von da aus greifen. Und die greifen dann von hier aus das raus und packen das aufs Fließband. Alter Schwede. Da gehen wir jetzt an, okay. Da möchte ich bitte den Greifarm produziert haben. Das heißt, der produziert jetzt die Greifarme. Alter Schwede. So, wo ist die Forschung? Die ist hier oben. Ach du Scheibenkleister. Gut, das heißt, wir müssen da oben hin. Oha. Das heißt, wir müssen Folgendes machen. Wir müssen jetzt einmal das zusammenmatschen. Da stimmt irgendwas nicht. Wo sind die Kupferkabel? Kupferkabel fehlen. So, dann müsste das jetzt eigentlich funktionieren. Da kommen die Schaltkreise in die elektronischen. Wenn hier weiterverarbeitet. Ja doch, ist so richtig. Das ist so richtig. Also Greifarme und Fließbänder haben wir jetzt en masse. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. So, dann brauchen wir noch eine Montagemaschine. Alter Schwede. Zahnräder, Eisenplatten,
Eisenplatten brauchen wir 9, wir haben nur 8. Eisenzahnräder haben wir auch keine mehr und Schaltkreise haben wir auch keine mehr. Also hier wird auf jeden Fall genug hergestellt. Da wird genug gebrannt, das ist in Ordnung. Alter, wie das aussieht, das funktioniert alles automatisch gerade schon. Wahnsinn. Schön. Also Montagemaschine, was brauchen wir dafür? Eisenplatten, Eisenzahnräder und Schaltkreise. Was brauchen wir für Schaltkreise? Machen wir mal ein paar. Wir brauchen jetzt Eisenplatten und Eisenzahnräder. Und wir haben keine Kohle mehr. Dann laufen wir einfach jetzt mal dahin und füllen die Kohle oben hier rein. So, das funktioniert wieder. Ist gerade alles stehen geblieben, weil kein Strom. Also, wir brauchen eine Montagemaschine. Wir brauchen Eisenplatten. Wir brauchen jetzt wieder Eisenplatten. Wir holen uns welche. Danke sehr. Eine Montagemaschine. Danke. Dann will ich nämlich gucken, dass wir hier nämlich das zusammenmatschen. Dafür brauchen wir natürlich auch wieder Strom. Greifarm. Danke sehr. Ich weiß nicht, ob es später irgendwas mit Metall gibt oder so. Das müssen wir dann sehen. Aber ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Ich danke euch schon mal fürs Zuschauen. Wir machen die nächste Folge weiter. Dann machen wir die grünen Pakete. Die Wissenschaftspakete für Logistik hier. Genau. Sollte eigentlich funktionieren. Und dann schauen wir mal weiter, wie das hier funktioniert. Und das wird mit Sicherheit irgendwie klappen. In dem Sinne, danke euch erstmal, wie gesagt, fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Servus und Tschüss.